Alles ist Zupfen mit DZDM, das bedeutet Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger. Steht auch darunter alles noch beschrieben. Und das wäre bei D-Dur, blende ich jetzt gleich mal ein, wie ich das spielen würde. Und das könntet ihr dann so genauso machen. Hier darunter ist A-Dur, ist der zweite Griff. Und darunter ist dann noch eine komplette Übung mit vier Griffen, die auch Sinn machen, weil die harmonisch schon sich gut anhören, weil sie auch zueinander gehören. So, also mit dem D fangen wir an. D-Dur. So, Griff seht ihr und die rechte Hand seht ihr auch hier. Der Daumen spielt erstmal die leere D-Saite. Die rechte Hand hat die Zuordnung Zeigefinger G-Saite, Mittelfinger B-Saite, Ringfinger die dünne E-Saite. Der kleine Finger hat gar nichts zu tun. Den könnt ihr entweder in der Luft haben. Manche legen den auch hier auch drauf. Also das machen meistens Leute, die längere Finger haben. Was ihr auch machen könnt, was ich sehr oft mache, ist, dass ich hier hinten auf den Steg mein Gelenk lege. Ja, dadurch habe ich die Möglichkeit, nach vorne zu rutschen, den Daumen zumindest, also nicht den Daumen, die Basssaiten abzudämpfen, was sich bei bestimmten Pickings schöner anhört, wenn der nicht frei schwingt, sondern einfach so ein bisschen dumpf klingt und gedämpft. Ja, genauso gut kann ich aber auch ein bisschen nach hinten gehen und dann klingt die Saite frei. So, das erste Muster hier oben, ich zeige es nochmal. Ihr habt hier eine 0, dann eine 2 und eine 0 und eine 3. Wer das System noch nicht kennt, die 0 bedeutet auf der Saite, wo die 0 liegt. Und zwar, das ist hier die D-Saite. Ganz unten ist die dicke E-Saite. Also umgekehrt wie bei euch hier, wenn ihr die Gitarre euch anguckt. Bei euch ist ja die dicke Saite oben. Hier ist die dicke Saite unten. Die D-Saite ist leer. Dann kommt hier durch den Griff D, greift man automatisch hier im zweiten Bund. Und deshalb habt ihr auch hier eine 2 zur Verfügung. Und hier hinten dann als vierten Ton auch die 3, weil der Ringfinger im dritten Bund ist. Das heißt, ihr legt einmal hier den Griff auf und dann spielt ihr nur noch ab 0, zweiter Bund, dann die 0, wechselt auf die A-Saite und dann hier mit dem Mittelfinger die B-Saite im dritten Bund. Und das wäre dann abwechselnd, also fortlaufend gespielt 0, 2, 0. Jetzt gehe ich mal hier ein Stück nach vorne und werdet ihr merken, das klingt sofort anders, weil ich hier jetzt auf den Saiten liege und dadurch klingen die beiden nur noch so gedämpft und dann hat man so ein Plopp-Geräusch. Das ist das, was ich meine. Das spielt man nicht nur zwei, dreimal hintereinander, das spielt man immer wieder. Und damit es nicht langweilig wird, würde man dann natürlich auch andere Akkorde nehmen. Ihr könnt jetzt diese nehmen, die abgebildet sind, würde auf der Hand liegen. Ihr könnt das aber auch mit anderen Akkorden spielen. Ja? Ihr könnt zum Beispiel auch ein C nehmen. Ja, die Reihenfolge, die muss nicht so sein, wie hier, dass erst die D-Saite gespielt wird. Bei D wäre das, sag mal, die natürlichste Reihenfolge, weil hier der D-Ton als Basston der Grundton des Akkordes ist. Und wenn das damit anfängt, hört sich das, sagen wir mal, relativ natürlich an. Es kann aber im Lied genauso gut mal umgekehrt vorkommen, dass nicht die D-Saite zuerst angespielt, sondern die A-Saite. Das hängt einfach immer davon ab, welches Lied das ist, in welcher Reihenfolge andere Akkorde vorher gespielt werden. Weil man möchte, gerade bei diesem Wechselbass, so nennt man das, weil der Bass ja immer wechselt, da möchte man das eigentlich schon so, dass in jedem Takt ein anderer Ton vorkommt und nicht zweimal hintereinander das gleiche.
So, jetzt spielen wir nochmal D und danach spielen wir den darunter, den A-Akkord. Aber wir fangen jetzt erstmal bei A an, damit ihr den üben könnt. A-Seite zuerst, dann die G-Seite, also dann die D-Seite. Ja. Ich greife den A so, da greife ich mit dem Zeigefinger 2 runter. Das hat den Vorteil, dass ich nicht, wie die meisten, die das so spielen, hier hinten einen ganz am Ende des Mundes greifen muss, weil dann ist es oft so, dass der Ton nicht mehr sauber zu hören ist. Ja. So mit meiner Technik bin ich ziemlich weit vorne, da geht eigentlich gar nichts schief. Erfordert ein bisschen Übung, wenn ihr das auch üben wollt. Was gut funktioniert, wenn Menschen ganz dünne Finger haben, dann sind die auch ein bisschen weiter vorne, dann funktioniert das auch so treppenmäßig. Ja? So kann man das ungefähr erkennen. Aber für mich war das keine Option, das funktioniert dann nicht. Also bei A haben wir 0, 2, D, 2, 2, 0, 2, 2, 2. Jetzt spielen wir langsam mal D und langsam A. Ich spiele es aber jetzt hier so, wie es hier unten steht, ja, weil da ist es nämlich berücksichtigt, dass hier es auf D anfängt, dann kommt der Wechselbass. Bei A ist dann damit nicht gleichzeitig, nicht zweimal hintereinander der A-Ton kommt, fängt A nicht auf dem Ton A an, sondern hier erst im zweiten. Ja, und dadurch haben wir einen schönen Wechsel im Bass. Also D, A, D, ja, wenn das zu schnell ist für euch, müsst ihr das zu Hause noch langsamer spielen. Und wenn ihr das schon könnt, spielt ihr ein bisschen schneller. Und erst wenn die beiden im Wechsel sitzen, dann würde ich auf den dritten gehen. Das wäre E-Moll. Das hier, da könnte man dieses E nehmen. Man könnte aber auch das obere E nehmen hier. Also die tiefste Seite. Das ist gehopst wie gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Klingt einfach ein bisschen anders, weil der Bass tiefer ist. Ist in beiden Fällen aber hier ein E. Hier eine Oktave höher als hier. Jetzt spiele ich mal alle drei Akkorde langsam hintereinander. 3, 4. Am Ende könnte man G spielen, dann hätte man hier zum Beispiel eine 0, das wäre der D-Ton. Man könnte hier in dem Fall das aber auch genauso gut umdrehen, dass man sagt, hier diese 3, die spielt man hier schon und danach die 0 da. Oder man könnte auch die 2 spielen. Ja, hier die 2 ist ja auch ein Basston, der bei G-Dur gut zu spielen ist. Könnt ihr euch aussuchen. Spielen wir mal alle vier hintereinander, so wie es da jetzt steht. 3, 4. Und das könntet ihr euch zum Beispiel, das ist eigentlich noch eine ganz wichtige Sache, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Inzwischen kann ich schon den Namen auswendig, dieser Erweiterung des Browsers, zum Beispiel in Firefox gibt es die Erweiterung 5 Loops. Diese kleine Sequenz, die ich gerade gespielt habe, könnte man sich mit 5 Loops dann beim Abspielen diese Aufzeichnung von der Fragestunde sozusagen als Loop fertig machen. Den Eingangspunkt vom ersten Takt bis zum Ende und dann wiederholt sich das und könnte damit zusammen üben und ihr könnt gleichzeitig noch sagen, ich will jetzt aber schon ein bisschen schneller, dann spielt das Programm den Film schneller ab und ihr könnt dann schneller üben. Ja, dann habt ihr aber immer sozusagen eine
Also ein Beispiel, wo ihr mitüben könnt.